Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Business ganz einfach. Heute sprechen wir... Was denn? X, alles gut? Heute sprechen wir über das Thema, wie man branchenfremd Erfolg haben kann. Wie sieht aus wie der Weihnachtsmann? Ich bin der Weihnachtsmann. Ja, gut. Es gibt nur Geschenke hier. Ja, nee, also Hintergrund war ja, dass in den Kommentaren gefragt wurde, wie ich eigentlich, da ich ja eigentlich in Anführungszeichen ja auch branchenfremd bin und wie mein Werdegang war. Und da will ich vielleicht auch mal was dazu sagen, weil die Leute immer denken, man muss Abitur machen, damit man studieren kann. Ich muss dazu sagen, ich habe nur Realschule gemacht, bin danach auf eine Fachoberschule gegangen, bin danach, habe ich Elektrotechnik dann studiert. Also man muss nicht unbedingt jetzt Gymnasium machen, wenn man hinterher studieren will. Danach habe ich dann nochmal ein BWL-Studium gemacht zum Wirtschaftsingenieur und war dann in einem Ingenieurbüro erstmal angestellt. Ähnliches Thema, wie ich auch schon mal gesagt habe, irgendwo arbeiten, mal reingucken, dann vielleicht in dem Bereich weiterentwickeln. Ich habe allerdings das dann noch ein bisschen anders gemacht. Ich habe danach erstmal eine Firma für Alarmanlagen gemacht, weil ich das Thema eigentlich sehr spannend fand, also eigentlich auch vollkommen branchenfremd, habe mich da reingearbeitet. Habe die Firma aufgebaut, habe die Firma dann verkauft, bin dann in den Norden gegangen, habe dann dort mein Ingenieurbüro aufgebaut, also meine beiden Ingenieurbüros. Und da habe ich eigentlich lange Zeit drin gearbeitet. Und das war eigentlich auch das, was ich studiert habe. Und bin dann, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich so ein bisschen als Altersvorsorge das Thema Immobilien. Bin also dann sozusagen in dieses Thema mehr oder weniger wirklich reingeschlittert. Habe da natürlich auch meine Erfahrungen sammeln müssen. Habe dann das Thema mit dem Patent, mit dem Dental gemacht, was eigentlich ursprünglich geplant war, wie ähnlich Höhle der Löwen. Also eigentlich sollte ich nur als Investor da reingehen. Es ist aber dann nachher alles an mir hängen geblieben und habe das Ganze dann wirklich komplett branchenfremd, das kann man also wirklich sagen, weil Immobilien ist noch sowas, wo man sagen muss, ja, muss man schon Ahnung haben über handwerkliche Tätigkeiten und so weiter, aber es ist relativ breit gefächert. Es ist breit gefächert. Man kann sich auch relativ leicht einarbeiten, würde ich sagen. Ja, man kann sich, also man wird da auch, wir haben auch uns blutige Nasen geholt mit Sachen, die man im Vorfeld nicht weiß, aber das ist noch was, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt so, ich sage jetzt mal, branchenfremd. Aber das Thema Dental, um da jetzt auf den Punkt eigentlich zu kommen, das ist wirklich was extrem branchenfremdes. Und ich musste da wirklich viel lernen, weil es einfach auch ein ganz eigenes Geschäft ist. Also es gelten da eigene Regeln, es gibt dort eigene Vorschriften, es gibt eigene Normen, es ist wirklich was komplett anderes. Was es irgendwo aber auch wieder spannend gemacht hat, und auch interessant, also man macht einfach mal wieder was anderes. Und zu dem Thema Studium und was man später macht, ich sage immer, das Studium hat eigentlich eine grundsätzliche Aufgabe. Und meiner Meinung nach heute, die einzige Aufgabe oder das Einzige, was man daraus eigentlich lernt, ist, wie man sich Wissen aneignet, also wie man eigentlich lernt. Das sollte es eigentlich hauptsächlich vermitteln. Natürlich ein gewisses Fachwissen, was wir jetzt festgestellt haben, was leider Gottes falsch vermittelt wird. Aber eigentlich die Fähigkeit, sich selbst etwas beizubringen. Also sich selbst etwas zu erarbeiten und selbst etwas zu erlernen. Und da muss ich einfach sagen, das hat es mir beigebracht. Also ich habe in dem Studium eigentlich dann gelernt, wie ich mir selbst was beibringe. Wie gehe ich an Themen ran? Und ich sage immer, selbst in meinem Elektrotechnikstudium, und ich habe jetzt wirklich Energietechnik studiert und habe nachher auch Energietechnik gemacht, aber trotz alledem ist das Wissen, was ich dort gelernt habe, ich sage mal so viel, 5 cm von einem Meter, wenn man das mal im Maßband, also was man nachher tatsächlich wirklich davon braucht.
Der Rest ist wirklich branchenfremdes Wissen. Also ich sag mal, bei mir sieht man, ich muss mich nachher mit Steuer beschäftigen. Das ist was, was ich immer als Unternehmer letzten Endes tun muss. Ich muss mich mit dem Thema Steuer, muss ich mich auseinandersetzen. Also das, es kommt aber nicht nur Steuer. Ich muss mich vielleicht mit dem Thema Transport, Logistik auseinandersetzen. Also man wird immer gezwungen, irgendwo branchenfremd irgendwas zu machen. Und bei dem Thema mit dem Patent ist es wirklich so, dass ich gezwungen war, mich komplett in ein neues Thema reinzumachen. Und man kann alles lernen. Also man sollte nur keine Angst haben davor, auch in einen anderen Bereich reinzugehen, weil es gibt diesen alten klassischen Spruch, es kochen alle nur mit Wasser, und das ist so. Ich war gezwungen, bei dem Thema, auch bei dem Ingenieurbüro nachher, war ich gezwungen, das Thema QM, also Qualitätsmanagement, was ein Thema ist, wo ich ganz ehrlich sagen muss, was ein Albtraum ist für mich, weil es werden, ich will es mal ganz kurz an so einem Beispiel, man ist gezwungen, eine Risikoanalyse zu machen. Eine Risikoanalyse, egal jetzt, um da gezielt drauf eingehen zu gehen, man muss ein Risiko bewerten. Wie hoch ist das Risiko? So. Also man kriegt sozusagen vorgeschrieben, Sie müssen jetzt eine Risikobewertung machen. So, jetzt habe ich mir überlegt, wie bewerte ich das Risiko? Wenn man sich dann damit beschäftigt, ist es ganz einfach, ich selbst bewerte das Risiko. Wenn ich sage, es ist gleich null, dann ist es null. Also wo ich dann gesagt habe, eigentlich ein bisschen zu einfach. Natürlich ganz so einfach ist es nicht, aber es zeigt eben, dass man sich mit Dingen einfach dann beschäftigen muss. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und der entscheidende Punkt ist nachher, und was ich immer gesagt habe, ich muss eben 150% von meiner Leistung bringen. Und das muss ich wirklich, wenn ich mich gerade speziell jetzt in eine andere Branche einarbeite. Und die meisten, die sich selbstständig machen, die angestellt sind, die landen nachher am Schluss ihres Lebens vielleicht in einer ganz anderen Branche, wo sie vorher waren. Das ist, wenn man, ich sag mal, wenn man in einen Handwerksberuf geht, was ich heute eigentlich nur jedem raten kann, weil ich sag mal, BWL-Studenten haben wir wie Sand am Meer. Aber ich sag mal, gute Fliesenleger, gute Handwerker, gute Maurer, gute Zimmerleute, gute Dachdecker, das ist gesucht. Und damit wird man zukünftig auch sehr viel Geld verdienen können. Und es ist halt auch, das sind halt Branchen, die du auch andauernd brauchst. Es geht immer mal was kaputt, das, und ein Dach muss erneuert werden. Das ist genau der Punkt, was ich heute eigentlich nur jedem raten kann, lieber ein Handwerk zu lernen. Und auch wenn man sich mit dem Gedanken trägt, wirklich auszuwandern, wirklich als deutscher Handwerksmeister kann ich in der ganzen Welt noch, muss ich dazu sagen, noch in der ganzen Welt arbeiten. Aber als deutscher BWLer bist du einer von 5000, die dasselbe Studium gemacht haben. Man kann heute, und das ist das, was ich eigentlich vermitteln will, ist eigentlich, ich kann was studiert haben, kann nachher aber wo ganz anders erfolgreich werden. Entscheidend ist immer, was man leistet, wie sehr man sich in die Thematik reinarbeitet. Ich muss mich reinarbeiten, ich muss mir wirklich mich mit dem Thema beschäftigen, egal was es ist. Und das Entscheidende ist, und das kann ich jetzt zum Beispiel sagen, das Thema Elektrotechnik ist ein sehr trockenes Thema. Als ich nachher dieses Thema mit der Dentalbranche gemacht habe und was Neues gemacht, es ist was Neues, es macht Spaß. Es muss einem Spaß machen. Ja. Und wenn es einem Spaß macht, kannst du auch 150% geben. Genauso sieht es aus. Also man gibt dann viel mehr Energie, man steckt mehr Energie rein, und je mehr man reinsteckt, desto erfolgreicher ist man nachher. Mir ist es wichtig eben, man muss nicht unbedingt studiert haben, um erfolgreich zu sein. Es ist in gewissen Bereichen ist es hilfreich, ja, das ist es. Auf der anderen Seite sage ich aber, in der heutigen Zeit ist es wirklich so, dass ich mit Handwerk viel mehr, also ich glaube, viel mehr Geld verdienen kann, als es früher vielleicht auch der Fall war. Und es wird immer mehr kommen, weil ich sehe es jetzt bei uns, speziell jetzt bei der Immobilienfirma, wie schwer es ist, Handwerker zu bekommen, die auch Zeit haben. Ja. Und von der Seite her, branchenfremd, man kann, ich sag mal, Maschinenbau studiert haben und Elektrotechnik machen. Man kann Elektrotechnik studiert haben, Maschinenbau machen. Ich habe Elektrotechnik, BWL studiert und mache Dental und mache Immobilien. Es gibt da eigentlich keine Grenzen, und man wird nachher sehen, was einem liegt. Das größte Problem ist heute, glaube ich, von den jungen Leuten auch, wo liegen meine Interessen, wo bin ich gut? Und man wird irgendwo feststellen,
dass man gewisse Fähigkeiten hat. Das kommt vielleicht erst nach einer gewissen Zeit. Und man sollte dann wirklich dem Gefühl oder dem Bauchgefühl danach geben und sollte das auch tun, wo man denkt, dass man wirklich gut ist. Und das wird man nachher sehen, wenn man erfolgreich wird. Wird man nachher sehen, wird man immer erfolgreicher und dann ist das die richtige Linie. Und das ist das, was ich jedem raten kann. Ja, und halt, wenn man sowas macht und angeht, muss man auch wissen, dass man nicht mehr eben schnell das machen kann, sondern Nein. es dauert Zeit. Und gerade in diesem heutigen Zeitalter, wo alles so schnell ist, Informationen am Handy schnell abrufen, alles ist schnell, schnell, schnell. Aber der Erfolg ist halt nicht schnell. Nein, der Erfolg ist nie schnell. Wie ich habe das schon mal gesagt, 5 Jahre. Wenn man es in 3 Jahren schafft, dann ist man schon sehr schnell. Ja. Es gibt sicherlich, ich sage das auch immer wieder, die klassische Branche ist eine Kneipe. Es gibt so, ich weiß gar nicht, ob man das bei YouTube sagen kann, es gab immer so einen Spruch, wer nichts wird, wird wird. Wer gar nichts wird, wird gar Bahnhofswirt. Und ist auch dieses nicht gelungen, dann reist er in Versicherungen. Also diesen Spruch gibt es, aber auch da muss man ganz klar sagen, ein guter Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler, das ist keiner, der mal das eben nebenbei macht. Nee. Nein, der muss wirklich was können und der muss gut sein. Der arbeitet viel. Ein guter Gastwirt muss auch was können. Ja. Also auch da muss ich gut sein. Ja? Natürlich gibt es viele, sieht man in den Fernsehserien, der Auswanderer, ja, ich gehe irgendwo hin in ein Land und mache eine Kneipe auf. Klar, das kann man machen, aber auch das muss man können. Ja. Also für alles, was man tut, muss man eine gewisse entweder Ahnung haben, es erlernt haben oder man muss sich wirklich schlau gemacht haben. Ja, oder muss wirklich den Willen haben, es sich beibringen zu bringen und es durchzuziehen. Also ich habe auch bei dem Bereich Dental, ich habe wirklich sehr, sehr viel Informationen mir auch beibringen müssen über Normen. Natürlich kann ich nicht alle Normen und bin da auch nicht 100% perfekt, aber ich habe eben gelernt, alleine die Vertriebsstruktur ist eine andere, es gibt eigene Gesetze und die muss ich eben, das muss ich eben wirklich wissen und das kann man am besten lernen, indem man vielleicht mal reinschnuppert, indem man vielleicht mal ein Praktikum macht, indem man vielleicht auch wirklich den Firmeninhabern vielleicht sagt, darf ich bei Ihnen mal nebenbei sitzen, was auch immer. Oder also, sich halt einfach mal ein paar Wochenenden hinsetzen und zu googeln. Googeln, Recherche betreiben, Bücher kaufen oder Videos schauen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, ich muss mich mit der Thematik intensivst auseinandersetzen und das muss ich eben tun. Dann kann man auch branchenfremd sehr viel Erfolg haben. Auf jeden Fall. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Das würde mich sehr freuen. Das würde mein Vater natürlich auch sehr freuen. Das mich immer freut. Das freut dich absolut immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bitte lasst uns ein Like da, teilt es mit euren Freunden, lasst uns ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ciao. Wie dein kleiner Bruder immer sagt. Der Geschäft ist der Geschäft. That's why I'm like FDR for sign. Real eyes, real lies, all those real lies. Meet me on the other side, them ones. I fucked up this verse, but I